Karfreitag, mitten im Ort in Bad Wildungen-Frebershausen. Eine Scheune steht lichterloh in Flammen. Gleich von mehreren Seiten nehmen die Feuerwehrleute das Gebäude in die Zange. Sie bekämpfen den Brand, um ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Rauchwolken steigen auf, Wasserdampf steigt in die Luft. Auch eine Drehleiter ist im Einsatz. Insgesamt sind 60 Einsatzkräfte vor Ort. Am Ende gelingt ihnen das, was sie als Ziel ausgegeben hatten. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude wird bei der dichten Bebauung verhindert. Ein 49-jähriger Mann, der Bruder des Scheunenbesitzers, hatte noch Pferde, nach Angaben vor Ort zwei, aus der Scheune gerettet. Dabei zog er sich leichte Brandverletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 200.000 Euro. Die Ursache steht noch nicht fest.